Deutscher Meister wird nur der FCB. Der FC Bayern ist deutscher Fußballmeister und das hat sich erstaunlicherweise erst am 34. Spieltag ergeben. Jetzt die Zusammenfassung vom 34. Spieltag. Dortmund-Mainz 2:2, Leipzig-Schalke 4:2, Union-Bremen 1:0, Köln-Bayern 1:2, Gladbach Augsburg 2:0, Frankfurt-Freiburg 2:1, Wolfsburg-Hertha 1:2. Erstaunlicherweise hat Bochum mit 3:0 Leverkusen besiegt und noch Stuttgart-Hoffenheim 1:1. Die einzige Möglichkeit, wie der FC Bayern noch hätte Meister werden können, ist, dass Dortmund verliert oder unentschieden spielt und Bayern musste auf jeden Fall gewinnen. Und das hat sich in einer dramatischen Endszene erst so ergeben. In der ersten Halbzeit hat Mainz einfach 2:0 gegen Borussia Dortmund geführt. Danach kam Dortmund mit einem Anschlusstreffer mit dem 2:1 und sie haben tatsächlich erst in der 90. plus 7 den Treffer zum Unentschieden getroffen und zwar Niklas Süle. Aber das hat ihnen nichts geholfen, den Titel zu holen. Die Bayern mit einer unglaublichen Zitterpartie. Sie gehen früh in der 8. Minute mit Kingsley Coman in Führung. Es stand lange 1:0. Die Bayern hatten Chancen um Chancen, aber immer hat irgendwie das Tor nicht an der richtigen Stelle gestanden. Dann in der 81. Minute Handelfmeter gegen den FC Bayern. Einfach der Ausgleichstreffer von Köln. Der FC Bayern München hat tatsächlich es nicht geschafft, Köln zu bezwingen und der FC Bayern wird nicht Meister. Doch, sie werden Meister. Der eingewechselte Jamal Musiala in der 89. Minute schießt den Siegtreffer. Oh mein Gott, Leute. Das war's mit dem Video. Ciao.